Gut, wo wollen derweil Jalan und Rafim hin? Erlan wird Dienst an seiner Gottheit verrichten. Bei Preyas. Nein, der anderen, sorry, der Preyas-Dienst. Okay, Egal. bei Fex. Perfekt. Und zwar, ich bin bemüht, den oder einen geheimen Fex-Tempel zu finden. Und zwar beobachte ich erstmal, und zwar möglichst unauffällig. Hahaha. Ich denke, ich setze bei den Bettlern an. Ich schaue mir da, es dürfte mir auf den Abend zugehen, und ich nehme an, irgendwann werden die einen Teil ihrer Einkünfte an den nicht zu höheren Gestellten abgeben müssen und so weiter. Versuche halt durch Beobachtung so weit wie möglich diese Kette erstmal hochzuarbeiten. Was macht Rafim derweil? Ich besuche den Chortempel. Du besuchst den Chortempel, alles klar. Dann kann mir Jalan mal eine Gassenwissenprobe geben. Je mehr Punkte, desto besser. Möchte ich das Mirakeln? Ach komm, nein. Ach komm doch. Ach komm, nein. Ach komm doch, Glückssegen ist immer drin. Es ist eine fixgefällige Tat. Aber ist es noch fixgefällig, wenn ihr mir dabei hilft? Ihr werdet es erfahren. Ja, diese Probe würde flockig gelingen, außer die Erschwernis ist irgendwie über 8. Es ist eine unbekannte Stadt. Es ist eine unbekannte Nein, Kultur. sorry, das ist die Liturgie kennen, das wird den Glückssegen. Ach so. Und jetzt kommt die Gassenwissen. Da weiß man nicht mal, was man neu würfeln soll. Die Kon Kuckheit. konnte ich mit Glück einen einzelnen Würfel neu würfeln oder nur die ganze Probe? Ein oder drei? Okay, dann nehme ich die 15. Dann habe ich einen 9 über. Das sollte Ich reichen. sehe nichts. Ist Nochmal der neu? nicht? Okay, nochmal neu. Shit. Ja, Drei. ich nehm's. Ja, besser. Dann habe ich 7 plus 4, 11 über. Alle, cool. Ja. Also, du wirst bemerken, über die Zeit, über den Tag verteilt, dass sich die Penner, je nachdem, wo du dich aufhältst, in verschiedene Bereiche begeben. Und das ist abhängig davon, in welchem Stadtteil sie sitzen. Ein geringfügiger kleiner Teil wird in Richtung des Vex-Tempels natürlich Abgaben verteilen. Andere landen natürlich dann auch bei irgendwelchen kleinen Bandenmitgliedern, die kannst du aber relativ schnell aussortieren, weil die einfach aufgrund ihrer Masche, ihrer Bettlermasche bei den ja, Touristen, die sind das ja nicht, aber bei den Pilgern dann ganz andere Art an den Tag legen. Wieder andere werden von der Arena nach links hoch die Treppen, die Obsidian-Treppen nach oben steigen und dann in einem Bereich gehen, vor dem Raphim und Diamantis dich gewarnt haben. Dort geht es in Richtung des Schlundes. Nur ein einziger Ein-, nur ein einziger Ausgang. Der sieht auch tatsächlich so aus, als ob man ihn nicht betreten sollte. Du weißt nicht genau, was hinter den Mauern dort passiert. Andere wiederum würden sich in Richtung des Silberberges orientieren und kurz vorher bei einem der Söldnermärkte dann in einer der kleinen Kaschemmen dann dort verlustieren. Okay. Ich hake dies erstmal als gutes Tagwerk ab. Ja. Und dann werde ich irgendwann, wenn ich Zeit habe, den mal weiter nachhaken. Lass mich jetzt nur kurz mitnotieren, sonst vergessen wir es, ja? Also wir haben bei der Arena, beim Silberberg, Schlund. beim Schlund. Und das waren im Grunde die drei Hauptmarschrichtungen. Genau, also einmal in Richtung Silberberg, einmal zum Fextempel hin und einmal zum Schlund. Naja, ich habe mit Fextempel habe ich jetzt Arena geschrieben. Der Fextempel Ja. selbst ist auch interessant, weil der hat nur einen sehr kleinen öffentlich zugänglichen Bereich. Aber da einzubrechen, erschien mir gerade wie ein. Hier das Beste. Gut, ich bin durch. Gut. Raffi beim Chortempel. Ja, und zwar suche ich nach Corisande von Palios, das ist die Anführerin des Tempels des Mantikors. Pylos. Genau. Genau. Ja, die oberste geweihte Corisande von Pylos, die hier irgendwie in ihrem Tempel drumherum auf dieser Festungsinsel auf grob 3000 Söldner zurückgreifen kann. Viele auch vom Schwarzen Bund des Chors, Kartisten, Aufseher, Sklavenjäger, Gladiatoren, Freibeuter, also auch einige Piraten, die du hier erkennen kannst, Ordensritter und der breite Altar rot vom Blut. Zahllose Opfertiere, Menschen wohl nicht, das ist zumindest hier nicht der Usus. Aber wohl kämpfen kann man hier auf alle Fälle, nur dann aber nicht tödlich. Und wenn du nachfragst, dann kannst du natürlich dann auch zu ihr vorgelassen werden. Oft hattest du nicht mit ihr zu tun, aber sie kennt dich mit Namen und du kennst sie eben auch
Und wenn du sie dann oben empfängst, ähnlich wie bei der Basaltfaust vor einem großen Steintisch, und vor ihr liegt ein gewaltiger Pylos, den sie wohl mit weiteren Klingen versehen hat, damit er dann 9 Zacken aufweist. Ja, ich danke für den schnellen Empfang. Ich weiß, ihr seid immer schwer beschäftigt. Was kann ich für dich tun, Rafim? Ihr müsstet euch etwas für mich anschauen. Was soll das sein? Rafim würde anfangen, seinen Brustpanzer abzulegen. Ich habe etwas bemerkt, was mir einerseits Sorgen macht, oder es ist ein Segen, ich bin mir noch nicht sicher. Rafim würde nach und nach seine gesamte Brustpanzerung ablegen. Seht ihr dieses Tattoo auf meinem Rücken? Ich sehe es. Ja. Schöne Arbeit. Ja, geschaffen von einer Raya-Geweihten. Aber es scheint sich auszubreiten. Und meine Haut, sie verändert sich. Zum Guten oder zum Schlechten? Das kommt drauf an, wie man es sieht. Ich ziehe einen Dolch und ziehe ihn mal über meine Haut. Seht ihr? Dringt nicht vernünftig ein. Wie die Haut eines Bären oder ähnliches. Ich würde es eher mit Schuppen eines Drachen vergleichen. Ja, ich weiß noch nicht, was es wird am Ende. Es wird, glaube ich, schlimmer mit der Zeit. Das Tattoo wird größer und die Haut wird auch immer härter und härter. Sie greift einmal nach ihrem Pylos und tritt damit auf dich zu, setzt an deinem Bauch an und drückt einmal zu. Dreht dann so ein bisschen, sodass dann der Rest auch aufreißt und sie dann so einen, aus den 9 Zacken einen schönen runden Kreis gemacht hat. Sie zieht den Pylos wieder zurück und kniet sich vor dir ab. Tja, das kenne ich von den Echsen. Stattliche Krieger. Wie gesagt, sieht schuppig aus. Nicht nur um die Tätowierung herum, sondern irgendetwas hat sich getan. Vielleicht sind das die Spätwirkungen, als du auserwählt worden bist vom Schwarzen Panther. In seiner Globule. Das ist doch das, was du erzähltest. Ihr denkt, es ist eher ein Segen. Ich gehe davon aus. Aber man muss es beobachten. Du hast vielleicht davon gehört. Vielleicht auch nicht. Diese Informationen sind niemals an die Öffentlichkeit gedrungen. Vor über 10 Jahren, als die 7 Gezeichneten noch auf Aventurien wandelten, gab es in Kunchum den Vertreter am Tempel, der abgerutscht war. Kor stand schon immer auf der Schwelle. Auf der Schwelle zum Guten, auf der Schwelle zum Bösen. Er ist dann noch immer in die richtige Richtung gefallen. Aber seine Geweihte werden ebenso versucht wie die der Rondra. Pass auf dich auf. Wir sind nun mal sein heiliges Schwert. Wenn wir nahe am Abgrund marschieren müssen, dann werden wir das tun. Tja, weil die anderen das nicht vermögen. Wer bleibt denn übrig, wenn die anderen den Rückzug antreten? Wir sind zu schwach, um unsere Bürde zu tragen. Aber ihr beruhigt mich. Und dafür danke ich euch. Rafim, du hast dem Orden des Schwarzen Löwen und dem Tempel des Manticores viel Ruhm eingebracht. Egal ob als Basaltfaust, als Söldner oder als Geweihter, als Auserwählter. Du hast den Schwarzen Panther aus der Globule befreit. Seitdem wandelt er wieder unter uns. Ja, aber unser Gott schaut nicht auf das, was wir getan haben, sondern das, was wir für ihn tun können. Denn das Opfer ist ihm heilig. So ist es. Also werden wir weiter marschieren. Wir eines Tages enden. Nimm es als Segnung. Mit dieser Rüstung, mit dieser natürlichen Rüstung, die dir anvertraut wurde, wirst du vielleicht weiter marschieren können als andere, die vor dir sterben. Ich danke euch und falls ich noch etwas tut, bevor ich die Stadt verlasse, werde ich euch wieder aufsuchen. Eines noch. Ich hörte davon, dass du einen Freund mit in den Chortempel brachtest. Der Diamantes. Kämpfen kann er so. Naja, er ist kein Gegner für euch, aber für einen jungen Chorgeweihten, das könnte ich sehen. Ich habe gehört, er will gegen die Todesechse antreten.
Ja, er ist mutig und dumm. Eine gefährliche Kombination. Dann will ich dir etwas mit auf den Weg geben für ihn. Sie bauen dort unten etwas. Das wird kein normaler Arena-Sand werden. Sie werden etwas errichten. Gewaltige Festspiele. Wenn die Todesechse ein weiteres Mal in den Ring tritt, dann werden alle Granden da sein. Nutzt diese Chance. Also wird entweder sein Ableben mit Ehre geschehen oder wird sie alle beeindrucken. Beeindrucken wird er sie so oder so, auch im Tod. Es werden gute Spiele. Da bin ich sicher und ich würde sie nicht verpassen, auch wenn wir nicht mehr teilnehmen dürfen. Keine Gegner für uns haben. Du hast dich bereits bewiesen. Niemand muss das mehr sehen. Ich überlasse euch wieder euren vielen Aufgaben. Falls ihr einmal ein Schwert braucht. Ihr wisst, ihr müsst nur rufen und ich werde folgen. Du dienst der Basaltfaust, Rafim. Und dem Gott. Ich werde deine Expertise nicht anfordern. Dafür sind andere. Meine Aufgaben sind nicht wichtig genug, dass du dich ihrer benimmst. Wir wissen beide, es könnte eines Tages sein, dass Chor euch auserwählt für eine heilige Mission. Und dann wisst, dass mein Schwert immer an Chors Seite sein wird. Zögert nicht zu fragen. Wir sehen uns auf dem letzten Schlachtfeld, Rafim. Das werden wir, das werden wir. Reise sicher. Aber reise immer mit Blut. Ja, sie nimmt ihre Hand, drückt in die offene Bauchwunde, wo sie dir den Kreis beschert hat und fährt dir dann einmal übers Gesicht. Sieht aus wie eine Kralle. Rafim zieht sich nach und nach seine Rüstung wieder an, verbeugt sich ein letztes Mal und macht sich dann auf den Weg zurück zum Schiff. Ja, Boltox und Zulamina erreichen selbstverständlich noch im Laufe des Tages den Strand und können dort mit ihren Lehrunterrichteinheiten beginnen. So, meine lieben Eleven, jetzt kommt einmal alle her, bevor wir hiermit anfangen. Jetzt erkläre ich euch erstmal, warum diese wunderbare und bezaubernde Frau an meiner Seite ist. Bulamin, möchtest du dich noch einmal vorstellen? Nun, liebe Kinder, ich bin Tarasunia Zulamin al-Shabra, Geweihte der Roten Schwester. Und ich bin selbst gespannt, was Boltax von mir möchte. Wieso denn Kinder? Ich bin schon 15. Ja. Zulamin sieht ihn mitleidig an. Ich sagte ja, sie sind sehr jung. Also, Bulamin beherrscht eine wichtige Fähigkeit, die ich euch nicht beibringen kann, wenn ihr das Wesen des Wassers erfahren wollt. Wasser ist wandelbar, schnell und flexibel. Es ist elegant und geschmeidig. Nun schaut euch meinen Körper an. Nichts davon trifft auf mich zu. Außerdem elegant, selbstverständlich. Aber Zulamin ist all dies und noch viel, viel mehr. Deshalb möchte ich Zulamin bitten, einen Tanz anzustimmen. Und euch, ihr müsst diese Bewegungen verinnerlichen und kopieren. Oh Gott, nein. Tanzen ist blöd. Tanzen ist wundervoll. Aber das ist noch nicht alles. Während ihr diese Bewegungen verinnerlicht und kopiert, wird eure eigentliche Aufgabe stattfinden. Bitte einen kleinen Freund, einen Geist aus dem Wasser herbeizukommen. Und ihr... Meine Eltern bezahlen viel Geld dafür, dass ich hier sein darf. Und jetzt so eine Scheiße. Ja, ich silenzie um den. Doch, hat noch jemand was zu sagen? Nein, dachte ich mir. Also, ich rufe jetzt einen Freund aus dem Wasser herbei. Eure einzige Aufgabe ist es, diesen Freund zu fangen, während ihr tanzt. Ah. Ich denke, das ist allgemein recht einfach. Ihr habt ein Viertelstundenglas Zeit dafür. Falls jemand es nicht schaffen sollte, ist er in diesem Kurs durchgefallen. Viel Erfolg. Okay, sie würfeln auf 10-10-10 mit ZFW 2. Zulamin darf auch tanzen und Boltax ruft sein... Was ist das, ein Djinn? Ein Elementar? Nein, ganz normaler, ein kleiner Geist. Also
nichts. Also eigentlich müsste sie jetzt klotzen und einen Meister rufen. Wow. Ich werde dem natürlich den Befehl geben, sich dann am Ende fangen zu lassen von jedem Einzelnen. Ich möchte sie ja positiv bestärken. Ja, sie sind doch gar nicht so schlecht. Wenn jemand sogar die 14 chippt, will irgendjemand die 14 für die NPCs chippen? Ich schippe die 14 für die NPCs. Das ist so nett von dir. Ey, ihr seid die Waldorf. 12. Damit habe ich sogar geschafft. Unter den Akademien. Ist egal, es ist hier nur die Alanfanische. Du verweichlichst meine Kinder. Ja. Das ist guter Lehrbetrieb, sage ich euch. Den Blick über den Tellerrand. So, und dann lehne ich mich zurück, während Sulamin ihren Tanz beginnt. Ja, Sulamin geht so bis an die Wasserlinie ran und dreht dann dem Meer und den Wellen, die da an den Strand brannten, den Rücken zu. Und erklärt dann den Schülern, die das ja neben dem Elementarfangen auch noch irgendwie nachmachen sollen, nicht schummeln. Seht die Wellen nicht an, aber werdet auch nicht nass dabei. Und dann fängt sie einen Tanz an, den man auch zu Ehren von Effert aufführt. Und bleibt aber immer so an der Wasserlinie, gerade so, dass wenn die Welle von hinten ankommt, dass sie einen Schritt nach vorne macht und das Wasser sie nicht erreicht. Oh, seht ihr, das ist der Tanz der tausend Flüsse. Wunderschön, wunderschön. Und nun, zwei Schritte vor, einen zurück, dann eine Halbdrehung. Ja, Elenia, genau so. Oh, sehr gut, sehr gut. Und jetzt? Den Wassergeist versuchen zu fangen. Hier kommt er. Achtung! Ah! Ja, sie fängt erstmal an, aus dem Tanzen heraus in eine Sprungbewegung mit dem Kopf voran und durch die Welle hindurch, sodass sie dann voll auf dem nassen Sand wieder zum Rutschen liegen bleibt. Sulamin kann derweil mehrere sehr hübsche Muscheln finden, die sie demnächst vielleicht beim Effert-Tempel opfern könnte. Ja, und sie möchte auch ein bisschen was von diesem schwarzen Sand mitnehmen für die Sandschale auf dem Schiff. Oh, für das Deuten der Zeichen. Ja, ich stelle mir vor, dass die Körnung von dem Sand bestimmt ganz anders ist wie die von dem hellen Flusssand und dass das dann schöne Muster geben könnte. Vor allem schöne Weissagung, ja. Gut. Ja, das Ganze wird eben den halben Tag nicht mehr, aber die Viertelstunde dauern und nach kommen dann die Eleven, die Kinder in den Geschmack und nachdem sie sich auch teilweise ein bisschen ausgelacht haben, entweder wegen dem Tanz oder weil sie dann durch die Welle hindurchgesprungen sind, weil man nicht genau weiß, wo sich jetzt dieser Wasserelementar aufhält, in den Wellen, zwischen den Wellen, da drauf und sodass sie dann eben alle sehr nass werden, aber mit neidvollem Blick blicken sie dann vielleicht noch rüber zum Kriegshafen oder zu den anderen Eleven, die da wohl auf irgendwelchen Schiffen von der Galeere dann stehen und dort dann irgendwelche anderen Rotzen abfeuern dürfen. Aber Boltax kann es auf alle Fälle sehr lehrreich dann verpacken. So, Alrico, passe doch einmal zusammen. Alrigio heißt das, Alrigio. Ja, Alrigio. Passt doch einmal zusammen, was wir heute über den Charakter des Wassers gelernt haben. Wandelbar, so wie du. Ja, genau. Nur nicht ganz so elegant. Aber was bedeutet wandelbar? Was hat es für euch bedeutet? Was habt ihr da mitgenommen? Schnelle Veränderung. Genau. Und es ist nicht leicht, Wasser zu greifen. Das ist euch bestimmt auch aufgefallen. Als ihr beim ersten oder beim zweiten Mal versucht habt, den Elementargeist mit eurer Hand zu nehmen, da hat das nicht so geklappt. Erst als ihr euch auf das Wasser eingelassen habt, da ging es auf einmal. Ihr konntet quasi mit eurem durch die Elemente gegebenen Körper, der voller Magie steckt. Machen wir das morgen mit Süßwasser? Vielleicht. Wir müssen schauen, was die Stunde morgen gibt, denn... Nee, lass mal Feuer machen. Ah, ja, Feuer ist gut. Vielleicht machen wir Feuer. Ich will da noch nicht so viel versprechen. Aber die Stunden sind wandelbar. Ja, sind denn die anderen Elemente? Naja, das haben wir doch schon gelernt. Also das eine war Erz. Die grundlegende Metaphysik des Steinseins. Da war Sindrada richtig gut gewesen. Ist das jetzt hier Humus oder ist das Erz? Ich verstehe das nicht. Wo ist der Unterschied zwischen Humus und Erz?
Also, der Unterschied zwischen Humus und Erz. Erz ist hart und Humus ist weich. Vom Charakter her ist Erz der Stein, das Eisen, Metall. Und Humus ist das Leben, die Erde. Sumu in ihrer Ausgestaltung, wie sie uns und unser aller Leben gibt und nun all das zulässt. Seht die Schönheit, seht die Möwe, die dort fliegt. Seht diesen wunderbar weichen Boden, auf dem das Korn wächst. All das ist Humus. Und auch das Holz, aus dem viele Behausungen gebaut sind. Alles, was aber lebt oder gelebt hat? Ganz genau. Ganz genau. Steine können auch leben. Ja, Steine leben gewissermaßen in jedem Herzen. Aber das war's jetzt für heute. Ich sehe schon auf meinem Stundenglas, wir haben eine leichte Überschreitung der Zeit von etwa einem Viertelstundenglas. Ihr habt bestimmt gleich die nächste Vorlesung und euer Dozent soll euch ja nicht ausschimpfen. Also, hopp, hopp, zurück an die Akademie. Einmal trocknen und dann geht's weiter.